Ist das wirklich das beste indische Restaurant im ersten Bezirk? Sogar Mike Tyson war schon mal dort. Wir testen heute die indische Küche bei Indisch in der Schwarzenbergstraße 8 im ersten Bezirk. Da trifft die moderne Küche auf die traditionelle indische Küche und wir gehen jetzt rein. Das Restaurant ist immer sehr gut besucht und drinnen wirklich sehr schön eingerichtet. Mein erstes Highlight war das Tandoori Steak Poti. Richtig zartes Rindfleisch aus dem Tandoori Ofen. 10 von 10, vertrau mir. Und dann kam das zweite Highlight. Der Schokoball mit Rapdrin. Das ist eine schmelzende Schokokugel mit Cashew-Safran-Creme. Und was soll ich euch sagen, das war ein absolutes Gedicht. Schreib in die Kommentare, was du am liebsten probieren würdest. So, wir sind jetzt da bei El Puro im vierten Bezirk und testen richtig mexikanisches Essen, kann man sagen, oder? Ja. Mexikanisch, ja. Ich habe hier eine Quesadilla. Benny hat ein Burrito, den setze ich auch gleich. Auch schon tut dieses Ding eben mit Pulled Pork. Es riecht da extrem geil. Es riecht urgeil und ich glaube, es schmeckt auch geil. Und da jetzt einmal noch in die Salsa-Sauce rein. Was sagst du? Boah, isst du gern Quesadillas? Mhm. Ich finde, die schmecken echt geil. Dieses Fleisch, der Käse. Wenn ich es von einer 1 bis 10 bewerten müsste, ist das für mich eine 9. Ich glaube, wenn man es drinnen essen würde, wäre es für mich dann noch mal besser, aber vielleicht der 10, ja. Aber hier ist so das Streetfood-Feeling, ich find's geil. Was ist denn da? Ein Burrito mit Chipotle Beef. Auch schon tut dieses Teil einmal richtig geil, oder? Mhm. Schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Und es ist auch sau schnell fertig. Und schärfer? Bisschen angenehm. Man merkt also, alles Frisches. Hast du mal so romantisch was gegessen? Nein, noch nicht. So, wir sind heute in der Burger-Zauberei. Das ist so ein Foodtruck, wo du angeblich richtig starke Burger bekommst. Jetzt haben sie gerade ihren Zwischenstopp. Gewerbeparkstatt laut die Woche noch. Und sonst einfach auf der Homepage von ihnen, da findest du immer die aktuellen Standorte. So, da haben wir mal das gute das Stück, ein Brillo-Spann. Ja, genau so wie ich es mag. Also nicht allzu viel Käse, das Fleisch schaut geil aus. Unten Salat, ein bisschen Soße. Das, was wirklich zählt, ist im Endeffekt der Geschmack, oder? Ich mag es ein bisschen spannend machen. Der Chef steht daneben, der schaut. Ich finde, da ist die richtige Mischung aus Rot, Fleisch, nicht zu viel Soße, das Fleisch ist geil. Fleisch bekommen wir aus einer Familienbetrieb aus Reisenberg. Ja? Vor allem die Soße, ist so eine Cocktailsoße. Und dann auch genauso wie ich es mag, der Burger, schaut euch das mal an. Ja? Leicht rosa. Leicht rosa, ja. Aber ich muss einmal noch kosten, damit ich ein richtiges Feedback auch abgeben kann. Der Burger schmeckt für mich richtig geil. Das, was ihr macht, macht ihr anscheinend richtig. So, wir haben hier wieder den Döner vom Lokaldöner. Die Leute, die mir schon länger folgen, wissen, dass das einer meiner Lieblingsdöner ist. Ich war das letzte Mal letztes Jahr, glaube ich, irgendwann um die Sommerzeit herum da. Ich bin echt gespannt. Riechen wurde immer noch geil. Einer meiner Lieblingsdöner. Fleisch ist sogar geiler, glaube ich. Wir haben mittlerweile Fleisch gewechselt. Das Fleisch hat so einen heftig intensiven Geschmack. Komplett anders, oder? So für das, was man kennt. Vor allem hier kommt das Fleisch halt enorm zu. Ganz anders. Aber geschmacklich sehr, sehr gut. Dann mit diesem ganzen eingelegten Gemüse, Soße, diese Dill. Sagt man eigentlich Dill oder Dill? Und mit dem Dill-Ding. Einfach ein geiles Gesamtwerk. Also wenn du in der Nähe bist, Gumpendorfer Straße, Modaldöner, ist ein Pflichtbesuch wert. Eigentlich. So, wir sind hier bei Berliner Döner im 7. Bezirk, direkt auf der Zieglergasse. Und ihr habt geschrieben, wenn Döner, dann Berliner Döner. Und ich bin richtig gespannt, weil, ja, bei Döner gehen die Meinungen auseinander. Deswegen einfach mal probieren. Mhm. Ich muss echt sagen, das Brot schmeckt gut, das Fleisch schmeckt gut, eben auch mit dieser scharfen Soße und der Joghurtsoße oben drüber. Gemüse ist wirklich ganz, ganz frisch, da schmeckt man. Ich muss sagen, Berliner Döner ist wirklich ein sehr guter Döner, aber nicht meine Nummer 1. Und deswegen schreibt mal gerne in die Kommentare, welcher Döner bei dir deine Nummer 1 ist. Und ich werde es testen. Ist das einer der besten neapolitanischen Pizzen in Wien? Ich war letztens in Meidling und habe per Zufall die Pizzeria Pomaro entdeckt. Von draußen ziemlich unscheinbar, aber der extrem gute Geruch hat mich sofort reinzogen. Die Pizzeria ist sehr gut bewertet und fokussiert sich mehr auf Takeaway. Es gibt drinnen aber zwei Tische, du kannst also auch dort deine Pizza genießen. Ich werde jetzt reingehen und ihnen sagen, hau mir mal die geilste Margarita raus, die du rausnehmen kannst. Ciao, buongiorno. Habt ihr Pizza da? Da gibt es nicht Pizza, da gibt es die beste neapolitanische Pizza. Dann hau mir mal deine beste Pizza jetzt raus, bitte. Eine Margarita wäre cool. Ich habe natürlich auch bei der Zubereitung zugeschaut und es werden Zutaten aus Neapel verwendet. Freunde, schaut euch mal die Pizza an. Die Optik und der Geruch ist einfach 1A. Der Teig ist innen weich, elastisch und außen leicht knusprig. Genauso wie es gehört. Und jetzt mal der erste Biss in die Pizza. Der Geschmack war für mich ausgezeichnet. Vor allem, weil ich nicht damit gerechnet habe. Für mich ist diese Pizza auf jeden Fall einer der besten neapolitanischen in ganz Wien. Richtig gute traditionelle Wiener Küche und diesen geilen Kaiserschmarrn gibt es im Gasthaus Kopp im 20. Bezirk. Drinnen ist es so ein richtiges, uriges Wiener Gasthaus. Und ich muss da ehrlich sagen, ich finde es leiwand. Bestellt habe ich mir das Mittags Menü um 9,80 € mit Suppe und Salat und heute gab es sogar ein Wiener Schnitzel von der Pute. Die Portion war genau richtig und geschmeckt hat sehr gut. Als Nachspeise gab es einen Kaiserschmarrn, genau so wie es sich gehört, ohne Rosinen und der war fluffig und geschmacklich einfach ein Traum. Das sind meiner Meinung nach die besten Donuts in Wien. Im Donutcorner auf der Alzerstraße im 8. Bezirk gibt es eine riesige Auswahl an fluffig weichen Donuts. Es gibt natürlich auch vegane Donuts und glaub mir, du wirst keinen Unterschied merken. Für mich sind die Donuts eine absolute 10 von 10. Drinnen ist es gemütlich zum Sitzen, also ideal für eine kurze Pause mit Kaffee und Donut. Wir sind jetzt da bei Quetschburger. Ich habe mich für einen New York Style Quetschburger entschieden. Hier könnt ihr bei der Smash-Technik zuschauen. So, das gute Stück ist da. Riecht geil, schaut geil aus. Schönes Brio-Spann. Nicht so viel Schnickschnack, mal kosten.
Einfach nur geil. Ich muss echt sagen, wirklich lecker. Wie isst man eine neapolitanische Pizza richtig? Das schauen wir in der La Spiga Takeaway im 7. Bezirk. Drinnen ist es sehr schön und gemütlich. Ideal für Pizza zum Mitnehmen. Dann habe ich bei der Zubereitung zugeschaut. Der Pizzaiolo macht die Pizza mit den besten Zutaten und mit sehr viel Liebe. Schaut euch mal dieses Prachtstück an. Jetzt wird die Pizza zweimal gefalten, denn genau so isst man die Pizza richtig. Für 5 Euro ein absolutes Schnapperl und schmecken tut's auch sehr gut. Und jetzt schaut euch mal dieses Kipferl an. Musste ich unbedingt probieren und schmeckt richtig geil. Ist der Smashburger von Berliner Babo seinen 9 Euro wert? Und wie findest du den Preis? Schreib's mir mal in die Kommentare. Berliner Babo hat auf jeden Fall einen der besten Burger in Wien. Drinnen sehr modern und coole Atmosphäre. Die Zutaten sind alle regional. 100% Biofleisch, 100% Streetfood-Feeling und so gute Buns von Josef Brot. Der Burger hat richtig gut geschmeckt und für den Preis einfach nur top. Folgt mir für mehr Food-Tipps. Ist das der beste Döner im 22. Bezirk? Laut euren Kommentaren ist es auf jeden Fall eine Empfehlung. Die Rede ist von Afiat bei der U2 Aspernstraße. Der Spieß schaut richtig gut aus, das Gemüse war auch sehr frisch, das Brot ist selbst gemacht und wird immer frisch zubereitet und schaut sich einmal diesen Dürüm und den Döner an. Ich sage euch was, der hat ausgezeichnet geschmeckt. Und meiner Meinung nach spielt er in Wien ganz weit oben mit. Ganz egal ob Meeresfrüchte, Gnocchi, Caprinis oder weißer Spritzer, im Bootshaus an der alten Donau kommt immer Urlaubsstimmung auf. Das Ambiente ist einfach leibend und die Sonnenuntergänge Weltklasse. Die Preise sind zwar etwas höher, aber glaubt mir, es zahlt sich aus, denn das Essen schmeckt wirklich immer spitze. Also das nächste Mal, wenn du an der alten Donau bist, schau unbedingt einmal im Bootshaus vorbei. Ich habe ein absolut köstliches Schnitzel im ältesten Heuring in Wien gegessen. Und zwar bei der Zehnermarie, aber schau selber. Ich habe mich am Weg Richtung Ottergring gemacht. In der Ottergringer Straße 220 ist dann die Zehnermarie. Wenn das Wetter schön ist, kannst du gemütlich draußen sitzen. Es ist echt sehr viel Platz und extrem einladend. Gleich mal geschaut, was wir essen sollen. Der Salat war sehr gut und das Surschnitzel vom Tullnerfeld war einfach ein Traum. Und vom Backhandel schwärmt der Marcel heute noch. Der Vienna City Beach Club. Österreich erklärt. Vom Buckler. Im Sommer, wenn das Wetter so leiwand wie jetzt ist, sitzt die meisten nach draußen. Aber da stellt sich die Frage, wo gehen wir hin? Und egal ob jung oder alt, Prolo oder Magister, mit Familie oder Single, wenn du untertags schwimmen, Volleyball spielen, Stand-up paddeln oder einfach nur mit einer Shisha chillen willst, der Zungenbrecher, Alter. Bist im VCBC genau richtig. Und am Abend, da verwandelt sich der Beach Club in einen Hotspot zum Party machen. Super Musik, gute Getränke, absolute Empfehlung.